So Leute, herzlich willkommen zum Tor. Ich lasse mir jetzt zweifache Geschwindigkeit ablaufen. Es wurde von vielen gewünscht, vorhin von Alisa, um die nochmal persönlich zu nennen, Tor mal noch ein bisschen ja, ein paar Videos dazu zu machen. Wie gesagt, wir fangen mit 50 und 60 in diesem Video an, da die doch noch relativ schnell gehen, wie ihr seht in meinem Team. Wie gesagt, zuerst auf die Feuersifiken gehe ich hier drauf, wegen dem krassen Heal, den behaupte ich anderen aber sowieso ohne durch die Dots. Ist halt relativ einfach hier, da alle Level 35 sind. Wie gesagt, hier Beretta drin, der auf Qual ist. Mein Bella natürlich wegen Deathbreak und Heal, Vero wegen Effekteentfernung und wegen Stun. Mein Sigma als Main DDler sozusagen und mein Werde als Speed Buffer. Dann kann man hier, also könnt ihr theoretisch auch auf, ich glaube Chiyu heißt hier, auf die Feuerpionier gehen, aber für die, die jetzt, wo die Monsters nicht so, so gut gehunt sind oder so, lieber erstmal hier die Akasis wegmachen, weil die mit den Schildern immer nerven. Und danach dann halt die Megans, weil ihr seht, die Megans hier, die hauen auch trotzdem mein Beretta, obwohl er auf HP, AP gesucht ist, ordentlich Schaden rein, aber dadurch, dass mein Team sehr speedlastig ist durch Werde und Beretta als Speedleader, komme ich relativ früh immer noch zum Heilen. Ja, jetzt hier die Suche, jetzt fange ich sogar hier mit der Megan drüben an. Ihr seht, es ist ganz schön knapp teilweise, muss ich zugeben. Deswegen spiele ich ja auch einzeln. Da fehlt dann doch noch die ein oder andere gute Rune in den einzelnen Monstern, beziehungsweise auch die Skill-Ups. Vero und Bella sind die einzigen, die hier von Skill-Ups voll sind. Vero ist endlich fertig, jetzt fange ich gerade mit Sigma an, der ist so sogar bei 50%, sagen wir mal. Ich glaube, ich brauche noch 6 Devil-Monster oder sowas. Dann kommt auch wirklich dann pure Damage aus dem raus, was allerdings jetzt auch schon der Fall ist. Und ja, Beretta muss voll werden, damit vor allem die Cooltimes von den Attacken kommen. Das macht sehr, sehr viel aus. Gerade die AOE bekommt, glaube ich, mindestens bekommt sogar 2 Cooltimes oder so, aber ist egal. Ihr wisst, was ich meine damit. So, und jetzt haben wir hier so langsam die weg. Ich habe jetzt schon mal ihr den Schild geklaut mit Bella, weil die anderen sowieso tot waren durch die Dots. Und jetzt geht es eigentlich nur noch ratzbatz runter, da sieht er dann wirklich gar keinen Stich oder sie. Ist eigentlich eher sie. Und da wassert mit 50. So, Tor ist gerade frei, außerdem. Machen wir gleich die 60 hinterher. Selbes Team auf jeden Fall. Mit dem Team bin ich sehr, sehr gut zufrieden, weil ihr habt wirklich alles da drin, was ihr braucht. Ihr habt verschiedene Elemente dabei, also verschiedene. Ja, okay, sorry, hier war gerade mal ganz kurz mein WLAN weg. Ihr habt ja alle möglichen ja, Elemente, ich komme gar nicht aufs Wort, ihr wisst, was ich meine, Attribute drin, also Feuer, Wasser, Licht und Dunkel zum Beispiel, also von jedem etwas. Ihr habt einen richtig guten Heiler mit einer sehr geringen Cooltime, weil durch den Speed sind eure Monster so oft dran, also durch Werte, das Werte macht sich wirklich, das ist wirklich einfach nur abartig geil, weil er macht euer Team so verdammt schnell. Ich habe sogar, ich habe jetzt noch auf Swift Revenge, warte noch auf Swoon Removal, weil dann will ich ihn endlich dann auf Bio Revenge spielen, was dann wirklich auch der perfekte Beifehl ist. Ja, weil dann kann es sein, dass er 2-3 Mal ineinander rankommt und dann sind eure Monster direkt mit 3-4 Runden dran, bevor ihr der Gegner überhaupt was reißt. Das macht dann wirklich schon Bock. So, die ACC muss zum Beispiel mit meinem Beretta nach höher. Ich versuche allerdings die ACC über die Genauigkeit über die Subs immer zu holen. Ich finde, ja, ich will nicht sagen Verwendung für, Verschwendung für den Slot, aber ja, mittlerweile kriege ich schon so gute Runen, dass ich das einzeln machen kann. Und wenn die Subs lieber über die, also lieber die Subs die ACC holen, dann lieber Speed HP, HP nehmen, dass ein bisschen mehr tanky ist. So, jetzt fangen wir hier an. Da habt ihr in der Mitte habt ihr die Dark Sylphide. Ich glaube, die hat so ein AOE Sleep oder sowas. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe allerdings ja immer relativ gut im Zaum gehalten, zumindest eine. Immer schön am Stun gewesen. Beziehungsweise mit Beretta ihre Attack-Leiste zurückgesetzt. Die Chimären, die waren erstmal egal. Auch wenn sie ein Schild machen wollten, habe ich sie mit Bella weggenommen. Und dann machen wir halt erstmal die hauptsächlich weg. Ab und zu mal habe ich von der Dark Pioneer, keine Ahnung wie die jetzt genau heißt, habe ich ihre Attack-Leiste weggehauen, weil sie hat eine Passive irgendwas mit Cooltime zurücksetzen und das wäre ja ein bisschen kacke, wenn sie nicht heilen könnte zum Beispiel. Und wenn sie aber alleine da steht, ist dann wirklich auch easy game. Ihr seht hier,
Sieht da heute 3-4 Mal drauf und dann ist der Balken recht schnell unten. Das war's zum Video. Bis zum nächsten bei 70.